Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Goy Medieval. Svetia ist wieder da, aber Edelstadt ist immer noch unterwegs. Na, also hier ist er. Na, dauert auch nicht mehr lange, dann ist er wieder da. Und haben wir denn noch Stimulanzien? Wir haben noch welche. Aber vorher Pause. Ich habe es in Kommentaren bekommen. Ich lese ja Kommentare. Angeblich kann man über die Einstellung hier das Ganze ein Stück einstellen. So. Warenwert. Schwierigkeit angepasst. Aha. Mal schauen, ob wir das irgendwo finden. Tauschhandelwert. Ist es das? Verbessert die Dies verbessert den angegebenen Wert um xxx. Ich meine, wir könnten es jetzt mal auf 150 stellen und das Arbeitstempo auch, damit es ein Stück schneller vorangeht. Weil es ist ja manchmal wirklich so, dass... Hallo? Hat der alte Mann den Tatrischen? Hat der, aber es funktioniert, haha. Haben wir hier noch irgendwas? Gewitter, feindselige Tiere, Hagelsturm. Verwendete Samen für die Aussaat. Nee. Mit Bliden bewaffnete Feinde. Gut, hatten wir jetzt noch nicht so viele. Ne? Lass mal erstmal so. So, also, den Wert haben wir etwas hochgesetzt. Das heißt, wir können jetzt auch mal weiterlaufen lassen. Und weil wir das gemacht haben, schicken wir auch gleich den nächsten los. Denn wir haben ja irgendwas war's. Wir haben ja unter anderem 50 Eier. Und es hieß hier irgendwo mal Eier, wir brauchen Eier. Wer weiß, wer das war, kann es gerne in die Kommentare schreiben. So, Honigbein hier. Können wir jetzt die... So, und wen schicken wir da mit? Redekunst, Redekunst 8, ja. Redekunst 13 ist schon mal besser. 10. Also irgendwo soll ja die Redekunst auch Sinn machen. Nehmen wir da gleich mal Oswald. So, und er kann das Ganze natürlich nicht tragen. Und ohne Essen kann er nicht losgehen. Naja. Also bekommt er mal Ratata als Ziege mit dazu. Honig verkaufen wäre dumm. Würde ich jetzt mal so behaupten. Irgendwas, was noch ein bisschen Wert hat. Jo, jo, jo. Apfelbaumsetzling, ja genau. Knochenschild, nein. Silberbarren möchte ich natürlich selber behalten.
So, schicken wir sie ganz einfach mal los. Vielleicht. Also, vielleicht reicht das ja. Es sind ja nur noch 8%. Eigentlich spät hier jetzt schon zurück. Ja. Die quatscht schon wieder. Genau. So, während die natürlich unterwegs sind, gab es einen Kommentar. Da kommen wir gleich dazu. Und das funktioniert. Scott schläft erstmal tot. Die sind unterwegs. Genau, der Kommentar, da ging es um diese Tür. Ja, die ist ungeschützt. Richtig ungeschützt. Das, die, ja. Weil die ungeschützt ist. Jetzt kommt's. Trommelwirbel und der ganze Kram. Schützen wir sie ganz einfach mal. Dann machen wir hier einfach nur noch mal so ein Tor hin. Ja, machen wir da so ein Tor hin. Machen wir das. Da sind wir. So, was fehlt uns denn schon wieder? Nicht genügend erlaubte Ressourcen. Ach du meine Güte. Übrigens zu diesem Ach du meine Güte. Jetzt einfach mal eine Frage. Wer kennt's? Und kann sagen, wer hat das gesagt? Ich gebe den Tipp, das ist aus der Kindheit. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, mal gucken. Vielleicht kommt jemand drauf, wer das zu Schnatterinchen gesagt hat. Übrigens, Buffy ist der Beste. So, wer es jetzt immer noch nicht weiß, der tut mir leid. Nein, halt, der hat nicht Ach du meine Güte gesagt, sondern Ach du meine Nase. Das hätte ich beinahe was Falsches gesagt. Naja. Zack, das dahin und... Der kleine Lot läuft hier lang. So viel zu Weihnachten. Krieg ist da. Wieder das Muster. Also, dass unsere Siedler hier rundherum laufen können. Und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Yeah, wir haben wieder groben Wein. Und hier, der ist schon relativ weit. So. Na, wer baut jetzt hier? Niemand, niemand. Wo laufen die eigentlich hin? Habt ihr sonst keine Hobbys? Ich meine, es ist natürlich schön, dass die jetzt die Kohle schon mal abbauen. Aber hey, hier ist noch viel zu bauen und ja. Und ich gehe davon aus, dass wir... Hätte ich vielleicht mal vorher aufklappen müssen. Holz brauchen. Mhm. Und wir nehmen gleich mal... Scott. Scott, komm mal her. Adelstan, aha. Doch, Adelstan, das ist gerade unwichtig. Denn wir müssen zwei Bäume fällen. So viel zu zwei Bäume fällen. Na, also, naja. Der ist ja fast da.
Das Schade ist natürlich, dass man hier nicht zoomen kann. Ja, das wäre auch noch. Ich hoffe mal, die machen noch was mit der Karte. So, na, wie weit ist der? So viel dazu, die Karawane ist angekommen. Hallo? Achso, hier. So, wir verkaufen euch das. Kaufen wir euch das und Lebensmittel haben wir noch genug. 3.500 noch was. Bitte, bitte, bitte. 17 Ausrichtung, das heißt 59 immer noch neutral. Darfst wieder nach Hause kommen. So, Adelstan, was ist mit dir? Los, es ist 21 Uhr, geh ins Bett. Ja, am Ende ist es so, keine Ahnung, wie viel wir da brauchen. Für den Ruf, aber naja. So. Ach, Margarete, komm mal her. Ehe du jetzt sonst wie weit läufst, bau einfach die Tür. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Vielleicht steht ja was da. Nee. Haben wir hier was? Diplomatie, Index, nein. Ausrichtung, Tutorial. Da haben wir es. Ausrichtung bestimmt, bla bla bla. Vielen Dank, das hat mir sogar so gut wie gar nichts gebracht. Hey, die gute Frau hat sogar die Tür geschafft. Setzt sich dahin, isst und gut ist. Ja, also. Moment, ich hab doch. Wo steht denn das? Nee, hey. Es wird wärmer. Wuhu, 10 XP. Warum auch immer. Ja. Historische Aufzeichnung. Ich glaube, da steht das. Aber da steht auch nicht mehr dazu. Ab wie viel Prozent sind die freundlich? Ja, ich meine, die sind immer feindlich, aber ja gut. Was müssen wir denen dann noch alles bringen? Irgendwann kommen die Leute nicht mehr hinterher hier. So, was machen die? Naja, schön Kohle holen. Also mit 2000 Kohle sind wir ganz gut unterwegs. So. Und da wir jetzt Sommer haben, ganz ehrlich, brauchen wir die Dinger nicht anschalten. Naja, gut. Haben wir ja auch nicht angeschaltet. Hm? So, hier kommen die langsam voran. Was gibt es da eigentlich? Achso, die mechanische Falle. Warum haben wir noch keine Thesen? Na, ich bin halt neugierig. Dagobert. Ey, was? Achso, jetzt kommt ein einsamer Reisender. Kann Dagobert das machen? Ist er so klug?
gut, dass Margarete jetzt erschöpft ist, ja. Welches Tier ist jetzt hungrig? Ratata. Mhm. Hey, Nikola ist da. Aber wisst ihr was? Nikola. Entschuldigung, Nikola werden wir erst im nächsten Video, also morgen, anschauen, was die uns Schönes verkaufen kann. Die kleine Gesichtslose. Bis dato sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.